Herzlich willkommen Leute bei einer neuen Folge mit AppKings. Heute geht es um ein Neonschild. Ja, man kennt es vielleicht von den verschiedensten Streamern oder auch bei verschiedensten Firmen. Im Hintergrund ist immer so ein geiles Neonschild. Und ja, das habe ich jetzt auch und nach dem Intro zeige ich euch es. Viel Spaß! Wie schon gesagt, geht es heute um ein Neonschild. Das hier oben ist es. Sehr, sehr geil. Kommt von neomonkey.com. Da könnt ihr euch sozusagen euren eigenen Namen in einer Neonschrift erstellen lassen. Und ja, das sieht sehr, sehr geil aus. Und wie das bei mir aussieht, das würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal an. Viel Spaß! Jetzt hattet ihr ein paar Eindrücke mal von meiner Neonlampe. Ich muss sagen, sehr, sehr geil. Und wir gucken uns die jetzt einfach mal im Genauen an. Also, befestigt sieht sie so aus. Es gibt zwei Punkte, wo die befestigt werden. Und zwar einmal hier. Man sieht hier unten, das wird so an die Wand gemacht. Ich muss natürlich dafür auch bohren. Und dann gibt es noch auf der Seite hier oben genau nochmal sowas. Und da hängt es dann sozusagen komplett an der Wand. Es gibt theoretisch auch noch Neonschilder, die haben hinter den Buchstaben sozusagen noch wie so eine durchsichtige Halterung. Das ist in dem Fall nicht. Das ist auch sehr, sehr selten. Das heißt also, die sehen so aus, als wenn die schweben. Sie sind wirklich nur befestigt, eben mit diesen einzelnen Kontakten sozusagen, aber durch den Efeu sieht man das einfach nicht. Und ja, der Efeu ist natürlich nicht mit dabei, aber bei meiner Wand war es einfach ein bisschen zu kahl. Da habe ich gedacht, was macht man da? Und habe dann dort Efeu rangemacht und ich finde das lässt sich jetzt richtig, richtig geil sehen. Also ist ein richtiger Hingucker. Jeder, der hier reinkommt, sagt, boah, wie geil ist das denn? Weil es mal was anderes ist und durch diese Farbe von dem Neonschild mega, mega geil. Ja, wie gesagt, wenn wir dann das Ding dran haben und die einzelnen Sicherungen sozusagen befestigt haben, hängt dann hier das Kabel runter. Das Kabel in dem Fall habe ich jetzt mit einem Kabelkanal gelöst, weil ich wollte natürlich nicht, dass da ein Kabel runterhängt. Das sieht einfach nicht gut genug aus und deswegen einfach einen Kabelkanal rangemacht. Link dazu packe ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung. Habe ich auch bei meinem Fernseher gemacht und sieht einfach viel schicker aus. Und in dem Fall natürlich auch weiß, so wie meine Wand. Und ja, das läuft dann alles ganz normal zum Strom. Und die Kontakte sind dann an einem Gerät. Und zwar ist es nämlich hier, ich drehe euch das mal um. Und zwar ein LED-Controller. Dieser LED-Controller hat hier sozusagen diese einzelnen Anschlüsse. Und der steuert dann auch eure Fernbedienung an, weil in meinem Fall haben wir ja die Möglichkeit, das auch alles an- und auszumachen und zu dimmen. Das ist wie gesagt eine Zusatzleistung, die ihr bei der Bestellung dazu bestellen könnt. Ihr könntet theoretisch sogar das Licht verschieden machen, also dass ihr sozusagen ein Multicolor habt. Das habe ich in meinem Fall jetzt nicht. Ich habe jetzt nur diese eine Farbe, aber das reicht mir auch vollkommen. Ich wollte es aber eben mit der Dimmfunktion haben und den An- und Ausschalten. Ja, und wenn ihr das dann alles angeschlossen habt, haben wir dann jetzt hier die Fernbedienung. Und ich würde sagen, darauf gehen wir jetzt einfach mal ein und ich zeige euch mal, wie das mit dem Neonschild funktioniert. So sieht die Fernbedienung aus. Wir haben An und Aus. Dann haben wir dementsprechend hier die verschiedensten Modis. Wir können hier die einzelnen Stufen einstellen für die Helligkeit. Das heißt 10%, 20%, 30%, 40%. Bis 100%. Und ja, ich zeige euch das einfach mal. Wie gesagt, ich drücke jetzt einfach mal aus. Dann könnt ihr das einfach mal sehen. Dafür machen wir einfach mal kurz zurück. Ich drücke auf aus. Wenn ich dann hier oben drücke,
an, aus und an. Also das kann man immer darüber einstellen. Und dann gehen wir jetzt nochmal die einzelnen Stufen durch für die Dimmbarkeit. 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 und jetzt das Stärkste, das sind 100%. Und ja, ich lasse es meistens bei 100%, weil es einfach nochmal schicker aussieht. Und ja, wird natürlich über Batterien betrieben, also super simpel. Würde ich definitiv dazu bestellen, weil es natürlich einfach viel entspannter ist, wenn ihr das an- und ausstellen könnt und selber einstellen könnt, wie ihr den Licht haben möchtet. Gerade wenn es ein bisschen zu hell ist im Dunkeln, dann macht ihr es einfach ein bisschen runterdimmen und ja, dann habt ihr es so, wie ihr es haben wollt. Und ja, das soll es auch gewesen sein mit dem Review von meinem Neonschild. Wie gesagt, gibt es alles bei Neon Monkey. Link dazu natürlich in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr, wie gesagt, eure eigene Schrift sozusagen erstellen. Auch die verschiedensten Schriftarten natürlich und auch Größen. Und ja, dann kriegt ihr sozusagen nochmal Animationen von dem Schild, was ihr erstellt habt, ob euch das gefällt. Und dann könnt ihr es bestellen. Dauert ungefähr 3 Wochen. Und ja, dann habt ihr auch so ein cooles Neonschild wie hier in dem Fall. Und ja, das soll es gewesen sein mit diesem Video. Falls euch das Unboxing interessiert, davon, wie es angekommen ist, weil auch das ist richtig gut verpackt gewesen. Und ja, guckt euch das gerne an. Link dazu natürlich auch in der Videobeschreibung und in der Endcut. Und ja, das soll es gewesen sein mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Drückt den Abonnieren-Knopf und bis zur nächsten Folge mit, man sieht's hier, AppKings. Tschüss!